Ein Fall, an den ich mich besonders erinnere, war die Behandlung eines Herrn Anfang 50, der beruflich damit beschäftigt war, Flugpläne zu koordinieren. Er kam dann zu uns und berichtete, dass er über die Fähigkeit verfügen würde, die Zeit nach seinem Belieben zu dehnen und komprimieren zu können. Wir haben ihn erst mit Antipsychotika behandelt, das hat kaum eine Wirkung gezeigt. Im Rahmen der diagnostischen Abklärung fiel dann auf bei der Rückenmarkswasseruntersuchung, dass er eine Herpes, also eine Virusenzephalitis hat. Der ist dann in die Neurologie verlegt worden und hat ein Virostatikum erhalten und war danach wieder kerngesund.